Name ist der Mietvergüter. Ja, das ist doch nicht einfach ein. Du musst es verschieben. Das ist doch unsymmetrisch. Oh nein. Unter. Gut. Ich glaube schon, dass diese Vorbereitung anders war, weil die Spieler, 8 neue Spieler sind dazugekommen. Das bedeutet für die etablierten Spieler, dass sie natürlich sich noch mehr anstrengen müssen. Es ist ein größerer Konkurrenzdruck da. Und das ist der große Unterschied zu der Vergangenheit. Wenn man 1, 2 neue holt oder 3, dann ist es etwas anders, wie wenn man jetzt 8 neue holt. Und da weiß natürlich jeder, dass er jetzt Gas geben muss. Und das war auch ganz klar festzustellen im Trainingslager. Ist bei einigen Spielern Verunsicherung zu spüren oder ist es nur eine positive Art von Motivation? Ich glaube nicht, dass Verunsicherung zu spüren ist. Das sind ja alles gestandene Profis, die genau wissen, worum es geht. Und ich glaube eher, dass es Ansporn ist, um am Ende dabei zu sein und zu spielen. Und so sehe ich das auch. Nur positiv. Haben Sie eine zeitliche Vorstellung, wie viel Zeit diese Mannschaft hat, sich einzuspielen, sich zu finden, bis Sie Ergebnisse sehen wollen, die Ihren Erwartungen entsprechen? Nützt uns ja nichts, hier zeitliche Vorgaben zu machen. Wir können nichts ändern. Wir müssen einfach um Geduld bitten, auch die Fans, dass es nicht von heute auf morgen eine perfekt eingespielte Mannschaft sein kann. Aber die Klasse der einzelnen Spieler lässt eigentlich den Schluss zu, dass das nicht ewig dauern wird, bis die sich einspielen. Ich bin da. Okay, ich hab jetzt lieber den Schlüssel abgezogen. Letztes Mal Ballack. Ja, lass ich fahren. Die Abstimmung ist wieder raus. Da kommt da noch einer rein. Warum brauchen wir nur einen Himmel? Noch einmal kommt runter. 1, 2, 3. Okay, und zu mir her. Herr Schaum, bitte. Ciao.